Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir sind in Pura festgesteckt, feststecken geblieben, bla. Wir hatten letztes Mal eine ziemlich heftige Schlacht, haben gerade so mit dem Pyrrhus-Sieg gewonnen und jetzt kommt Alexander Stolz vorbei und verprügelt die. Also so die Theorie. Der wird natürlich auch noch von dem unterstützt. Das ist ein bisschen blöd. Gut, also so sieht es schon mal besser aus. Aber ich werde nicht keinen Ausfall machen. Weil erstens, die im Gewaltmarsch sind extrem schlecht, also sind nicht extrem schlecht, aber die haben schlechtere Moral. Den wollte ich noch töten letztes Mal. Schlechtere Moral und ja, verschleißen mehr, weil schlechtere Moral. Und hier, wenn ich das da hier benutze, wird ungefähr das da hier sterben. Deswegen mache ich das erst nicht so. So, der wollte mir anbieten, dass ich Klientel von ihm werde, aber das habe ich nicht angenommen, weil ich auf die Kacke hauen will. Gut, wenigstens behindert. Jetzt schaue ich noch mal, wie es hier aussieht. Hier sieht es relativ frei aus, aber das, dem traue ich gerade noch nicht. Genau, da unten ist nichts los, deswegen geht meine Spione mal wieder nach oben und da hat sie doch mal wieder was entdeckt. Super. Dann schaue ich mal hier rum. Ist alles Tulum. Königliche Kaserne. Teilen. Also die haben jetzt 65 und die haben 73. Das ist halt schon besser. Okay, die haben 105. Warum sind die nicht ganz vorne? Warte mal, die haben... Okay, Sturmangriffsbonus. Okay, das ist halt die... ja, die großartige Kavalleristen sind die gepanzerte Faust, die dem Feind tief in die Ränge schlägt. Und die da sind halt die Hentairen. Reiterei besteht aus fähigen Elite-Soldaten, die bei richtigen Einsatz große Heldentaten verbringen. Das ist halt, ja, wirklich der Hammer und das da ist der Amboss quasi. Nicht schlecht. Elite-Pikiniere. Ach, ist das schön. Schildträger. Warte, ich muss niesen. Nein! Hä? Ah, Nase juckt. Uiuiui. Uiuiui. So, königliche Paltasten sind halt auch richtig nice. Soll ich dann der Reyes Untergang neu vor... Warte mal. Heteren. Dann mache ich die mal weg. So. Dann... Die tausche ich auch aus. Mit den Elite, die da tausche ich auch aus. Mit königlichen Peltasten und die da tausche ich auch aus. Mit Schildträgern. Ja, läuft. Läuft, läuft. Gut.
Mit dem könnte ich eigentlich genau das gleiche machen. Ja, hier. Das sieht doch schön aus. Gut, dann. Ah, aber die sind Gold. Die sind schon Gold 2. Aber die da kann ich. Vor allem, das sind ja noch die normalen Pikniere. So, 1, 2, 3. So. Sturmangriffsbonus. Aber ich, ja, ich muss das eigentlich machen. So, damit ich ja wenigstens welche habe, die ja, im Kampf drin bleiben können. Okay, 4 Runden halt. Das ist nicht so gut, aber so lange brauche ich wahrscheinlich, um hier aufzuräumen. Also passt das. Wie sieht es eigentlich jetzt aus, gerade mit Risiko? Nur noch 1%. Das ist sehr schön. Das ist sehr gut. Ah, sie kann endlich heiraten. Ja, schnurstracks ab mit dir und mach ihren Ehemann ein Kompliment. Okay. Betrunkene Ehefrau. Was? Es macht mich glücklicher, als du jemals könntest, du Dreckskerl. Okay. Ich glaube, die werden erstmal keine Kinder bekommen. Okay. Ja, nächste Runde. Ah, hab's schon wieder vergessen, den Wecker zu stellen. Den Timer. Ah, was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Hä? Was war denn das gerade? Hä? Oh, ich glaube, ich weiß, was das war. Ich glaube, so hat er mich unterbrochen in dem. In den rekrutieren kann das sein? Ah, irgendwas war da doch. Irgendwas war das doch. Die Seelen. Schön. Großzügigkeit zwischen Freunden ist eine gute. Ja, aber Freunde, ich kenne dich doch gar nicht. Woher kennst du mich eigentlich? Pergamone geht nach Norden. Interessant. Hinterhalt. Vor allen Dingen, was geil ist, er greift jetzt mit beiden die an. Das ist halt sowas von gemein. Damit hätte ich eigentlich rechnen können. Oje, oje, oje. Schlacht von Pura. So. Aber das ist gut, dass der sich nicht gut aufgestellt hat. Also Hinterhalt ist eigentlich was anderes. Wir haben den Norden!
Ja, das finde ich gerade echt cool, dass ich ja alle Zeit der Welt bekommen habe. Nur ein bisschen zu spät. Aber gut gedacht. Nur schlecht gemacht. Tötet sie, wie oft soll ich das denn noch sagen? Oh. Au. Das ist halt wirklich, Alter. Von 60 auf 13 und jetzt halt auf 7 in weniger als paar Sekunden, also das ist halt richtig abartig heftig. Hat der Elefanten? Nee, glaub nicht. Hat der Elefanten? Der hat Elefanten hier. Aber auch nur noch die Hälfte. Das ist ganz gut. Und dann machen wir noch einen Ansturm? Nee, okay. Doch. Der ist echt zu doof. Warum? Ritten der Bogenschützen. Wow, das ist richtig gut. Oh nein, 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 das haben die jetzt nicht gemacht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, es läuft. Weil ich habe ja den dann noch gar nicht eingesetzt.
Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Der Feind ist das da. Was machen die denn? Bisschen sandwichen hier. Bisschen übertrieben für die kleinen Speerkämpfer. Oh mein. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, wieso tust du so überrascht? Weil du voll den Schmarrn gemacht hast. Als du ausgerechnet hast, wie gut meine Chancen sind. Ja, ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General wird angegriffen. Ja, das ist in Ordnung. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, dann würde ich sagen, mal schön fett in den Hintern stechen. Wobei der dreht sich immer sehr, sehr schnell um. Aber jetzt hat das zum Glück nicht geschafft. Der feindliche General ist tot. Das ist gut. Warte, die will ich noch ein bisschen auflösen. So. Ja, war auf jeden Fall spannende Schlacht. Also, naja. Er hatte von seine ganze Kavallerie hat er einfach weggeschmissen. Das ist immer ein bisschen seltsam.
Aber, naja, entscheidender Sieg. Ich habe 260 verloren. Und der hat, ja, 2800 verloren. Kleiner Unterschied. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe aber einiges an Friendly Fire gemacht. Jetzt habe ich ja gar nicht geschaut, wie die Kills der einzelnen Leute waren, aber ja, der ist Level up, Level up, Level up. Das passt. Gut. Auf jeden Fall ist ja jetzt erstmal die die Belagerung vorbei und das ist schon mal sehr gut, weil dann können die wieder. Ich überbringe euch die. Ja, nö, danke. Dann können die wieder rekrutieren. Warte. Gut. Okay, wenn er mich jetzt angreift, wird's interessant. Das habe ich nämlich überhaupt nicht beachtet. Das war echt dämlich. Dass ich so viele gleichzeitig wegschmeiß. Auflöse und neue Kauf. Das war echt super dämlich. Cool. Was mache ich hier? Öffentliche Ordnung brauche ich eigentlich jetzt nicht. Ich mach mal das da. So. Gut. Du gehst jetzt mal. Du gehst trotzdem mal hier hin. Einfach damit du noch mal ein bisschen Sicherheit gibst. Du heilst dich erstmal. Ja, hier gibt es noch keine königliche Kasernen. Gut. So, nochmal durchswitchen. Aber ich glaube, ich kann da jetzt nichts mehr ausbauen. Du hast dafür kein Ding bekommen. Das ist, finde ich, ein bisschen gemein. Alter, du bist halt Level 9. 65 Jahre, ja. Auch Level 9. Ja, nice, ey. Level 3 wird langsam, aber leider nur ganz langsam. Wo gehst du hin? Wo gehst du? Sollst du? Du könntest mal hier hochgehen und die Agenten töten, aber ich bleib mal lieber hier. Ah, vor dir ist ein Agent. Nochmal rangehört und du wirst jetzt zur. Das ist so krass. Also erstens 75% Chance auf das Ziel zu töten. Dann hier für, also minus 15% auf gegnerische Aktionen. Erfolgswahrscheinlichkeit ist auch hoch.
Dann Verwundungen vom Feind. Ist schon geil. Aber geht halt ja auch um einiges besser. Gut. Dann schauen wir mal. Ich hätte ehrlich gesagt schon gedacht, dass Rom nicht so lange aushält, weil die wurden ja sehr, sehr früh schon aus Italien rausgeschmissen. Ich find's gerade übrigens richtig cool, dass die mich nicht angreifen. Dass die meine halbe Armee nicht angreift. Also, das hätte er machen müssen. Das hätte er machen sollen. Mein Herr ist gewillt, das Schwert abzulegen. Ja, aber meiner nicht. I'm so sorry. I have to go to India. Mein ehrbarer Herr heißt mich über Gold zu. Ja, aber nö. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatz. Ja, dann ist das unser Problem. Zur Rand der Welt. Der ist auch tot. Gravitas minus Gravitas ist nicht so wunderbar. Plus Sklavenunruhe ist eigentlich egal hier. Warte, was? Ja, das war ziemlich egal. So, mein alter Meister ist tot. Jetzt bist du es. Oh, das ist ja auch echt cool. Der ist es und ist schon 69. Wow, super. So. Du kannst eigentlich jetzt auch weiter marschieren. Gut. Ach, die habe ich nicht gesehen. Okay, dann gehst du mal nach oben und rächst unseren alten Meister. Alten Kumpel, so. Der wird die ganze Zeit unterbrochen. Deswegen. Ach, Schmarrn, nee, zuerst musste ja die fertig werden, bevor der da anfangen konnte. So. Jetzt ist es so, dass ich hier anfange. Das heißt, ich kann hier jetzt auch langsam angreifen. Finde ich es lustig, dass Darius Untergang jetzt hier in Baktrien ist, weil Baktrien hat ja Darius, als er zu ihnen geflohen ist, haben sie ihn verraten und Alexander vor die Füße geworfen. Nee, sie haben den, glaube ich, getötet. Und haben drauf gehofft, dass Alexander ihnen ihr Land dadurch überlässt, aber hat er natürlich nicht gemacht. Genau. Naja. Jetzt fängt das wieder an.
Jetzt fängt das wieder an. Aber ja, hier ist ja meine tolle Attentäterin. Nochmal? Dieses Mal. Nö, 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 nö. Weil die zweite habe ich gar nicht gesehen. Also die zweite Aktion. Also der Agent wurde mir gar nicht angezeigt. So, ist immer noch unsichtbar, aber trotzdem da. Tatsächlich? Okay, aber das würde ich sagen, spielen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye.